meiner Forschungsarbeit befasse ich mich mit der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Aviär-pathogene E. coli, kurz auch APEC genannt. APEC ist eine Bakteriengruppe, die E. coli, welche in Geflügel verschiedene Krankheiten als auch eine erhöhte Sterblichkeit hervorrufen. Geflügelprodukte sind eine der häufigst konsumierten Lebensmittel weltweit. Zusätzlich sind sie die nachhaltigste tierische Eiweißquelle. Die Erkrankung der Tiere spielt daher nicht nur einen Einfluss für das Tier selbst, sondern auch für uns als Menschen, als Endkonsument der Produkte. Mit unserer Impfung wollen wir einen präventiven Ansatz bieten, also vorbeugend wirken, und dies entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Am Ende sollen dadurch weniger Antibiotika bei der Behandlung genutzt werden und damit auch die Resistenzbildung vermindert werden. Hierfür arbeiten wir mit dem Institut für Virologie und Immunologie zusammen, um für das Tier einen möglichst sicheren, effizienten und verträglichen Impfstoff herzustellen. APEC ist eine diverse Gruppe von Krankheitserregern, welche sich von Ort zu Ort unterscheiden können. Diese Diversität macht es schwierig, den Erreger genau zu untersuchen und erschwert auch eine universelle Lösung. Es gibt noch immer verschiedene Wissenslücken und deshalb befassen wir uns nun mit dem Verständnis des Krankheitsbildes und den Virulenzfaktoren des Pathogens. Speziell fokussieren wir uns dabei auf die Wechselwirkungen zwischen dem Erreger selbst und dem Immunsystem des Vogels. Diese Erkenntnisse sollen uns helfen, dann eine effiziente Impfung herzustellen. Durchschnittlich konsumiert jede Person in der Schweiz jährlich rund 15 kg Geflügelfleisch und 200 Eier. Dies zeigt die Wichtigkeit, dass nicht nur die Tiere gesund sind, sondern auch den Aspekt der Lebensmittelsicherheit. Nebst der Lebensmittelsicherheit ist APEC genetisch nahe verwandt mit humanen pathogenen E. coli. Es gilt daher als potenzielle Zoonose, könnte also vom Tier auf den Menschen übergehen. Aktuell werden APEC-Infektionen mit Antibiotika behandelt, was in den letzten Jahren zu verstärkten Antibiotikaresistenzen geführt hat und somit die Behandlung der Tiere immer schwieriger wird. Sollte es dann wirklich zu einer Übertragung eines solchen resistenten Keimes auf den Menschen kommen, wird auch seine Behandlung schwieriger sein. Es ist daher wichtig, dass wir eine Lösung für diese Krankheit finden, um sie langfristig kontrollieren zu können. An meinem Projekt fasziniert es mich, dass ich nicht nur einen Einfluss auf die Tiergesundheit nehme, sondern auch auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt an und für sich. Des Weiteren versuchen wir mit unserer Lösung, ein weltweites Problem, die Antibiotikaresistenzen, ebenfalls zu bekämpfen und geben mit unserem Impfstoff eine präventive Herangehensweise in einem One Health Approach, also einem gesundheitlichen Ansatz für Mensch, Tier und Umwelt, um diese nachhaltig zu optimieren. Wenn wir das Huhn zwar in unserem Alltag häufig sehen, so ist es in der Forschung ein nicht häufig genutzter Modellorganismus. Dadurch gibt es weniger häufig wissenschaftliche Publikationen, an die wir uns anlehnen können. Die Arbeit mit Hühnern ist dann doch generell anders als die mit standardisierten Modellorganismen, wie beispielsweise Mäusen oder Ratten. Des Weiteren haben wir den Aspekt der Biosicherheit, was es unserem Team nicht immer einfach macht, die idealen Institute zu finden. Und wir sind daher sehr dankbar, die Möglichkeit zu haben, am Institut für Infektionskrankheiten und dem Institut für Virologie und Immunologie zu arbeiten. Aktuell arbeite ich am Institut für Infektionskrankheiten und werde durch einen Bridge Proof of Concept eine Kollaboration zwischen dem Schweizerischen Nationalfonds und InnoSwiss unterstützt. Weitere Teilaspekte des Projekts wurden bisher vom NCCR Microbiomes als auch von der Uni BE Venture Fellowship gefördert. Weitere Unterstützung erhalten wir durch das Institut für Virologie und Immunologie in Mittelhäusern, einem Institut des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.
Sie unterstützen uns mit ihrem Wissen und ihrer Infrastruktur. Mit dieser breiten Unterstützung freue ich mich, mein Projekt in den kommenden Monaten vorwärts zu bringen und eventuell sogar eine Lösung für das Problem APEC zu finden.